Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, das Ganze hier wird jetzt ein neues Format. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich monatlich einmal auf eure ganzen Kommentare per Video antworte, weil ich es irgendwie nicht schaffe, die einzelnen Kommentare immer wieder zu beantworten. Und ich will die aber nicht ganz unberührt lassen. Deswegen dachte ich mir, ich packe die jetzt einfach mal in ein Video. Habe hier meinen YouTube-Kanal offen mit den ganzen Kommentaren. Habe hier noch mein iPad liegen, falls ich noch auf ein paar TikTok-Kommentare eingehe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Zu meinem Freestyle Libre 3 vs. Dexcom G7 Video, das findet ihr übrigens hier oben, habe ich den Kommentar bekommen, Signalverlust bei überdurchschnittlichem Anstieg bzw. Abfall des Blutzuckers bei Freestyle Libre 3 wäre noch zu erwähnen. Das stimmt, den habe ich mit Absicht auch nicht in dieses Video mit reingepackt, weil ich ihn gefühlt in fast all meinen Vlogs mit reinbringe. Also ich habe das schon ganz oft gesagt, auch wenn es um Tipps für den Freestyle Libre 3 geht. Ich glaube, ich habe das Ganze sogar in meinem Freestyle Libre 3 Test mit reingebracht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das erwähne ich auf jeden Fall ziemlich oft, was mich auch jetzt gerade auf die Idee bringt, ob ich vielleicht einfach mal ein Video mache zu Tipps zum Freestyle Libre 3. Da würde das nämlich gut mit reinpassen. Der nächste Kommentar dazu ist, moin, die beiden Sensoren sind auch verschieden wasserfest. Das war auch ein Thema, da habe ich ganz lange überlegt, ob ich das mit reinbringe. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil das Video dann wahrscheinlich insgesamt zu lange geworden wäre. Ich dachte auch ehrlich gesagt nicht, dass das so ein extrem großes Thema für die Leute ist, aber ist es doch tatsächlich. Deswegen hätte ich es vielleicht auch mit reinbringen sollen. Da habe ich ganz klar einfach vielleicht einen Fehler gemacht und Schande über mein Haupt. Aber um das ganze Thema mal ganz kurz mit einzubringen, der G7 ist bis zu 2,4 Meter Tiefe wasserfest, der Freestyle Libre 3 hingegen nur einen Meter. Ich glaube auch, dass man beim G7 bis zu 24 Stunden ins Wasser kam, beim Freestyle Libre 3 nur eine halbe Stunde. Aus dem Praxistest kann ich sagen, ich gehe ganz oft ins Schwimmbad. Ich kümmere mich da null drum, wo mein Arm ist. Ich bin da auch mit Sicherheit länger als 1-2 Stunden im Wasser und auch unter Wasser mit dem Arm. Der ist mir bisher noch nie abgefallen. Pumpenanbindung, wichtigstes Thema. Bitte nächstes Mal Infos dazu. Wie ich es auch in meinem Video schon gesagt habe, bin ich, was Pumpen angeht, nicht so großartig informiert wie vielleicht andere oder ihr selbst vielleicht. Denn ich habe selbst keine Pumpe. Ich versuche trotz allem immer das Thema Pumpe irgendwie mit reinzubekommen und habe euch gesagt, ich habe mir das angeschaut. Es sind noch so viele Gespräche und gerade so viele Vertragsverhandlungen bei dem Freestyle Libre 3 und beim Dexcom G7 zwecks Pumpen gerade in der Mache, jetzt sind mir die Worte weggeblieben, dass ich da nicht hundertprozentig was drüber sagen konnte. Aber vielleicht kann ich da auch demnächst irgendwann mal ein Video machen, wenn man da vielleicht ein bisschen eine klarere Sicht drauf hat. Der nächste Kommentar, für mich persönlich spielt weder die Farbe, Stärke etc. eine Rolle. Wichtig ist für mich die Genauigkeit. Du hast ja dieses als sehr gut beschrieben. Ich mittlerweile seit 11 Monaten Freestyle Libre 3 Nutzer kann das nicht bestätigen. Die Werte gegenüber Blutmessungen schwanken bis zu 90% und diese nicht nur bei mir. Auch einige Bekannte bestätigen die hohe Ungenauigkeit. Bei diesem Kommentar werde ich immer ziemlich hellhörig, weil da gibt es für mich eine Lösung und die ist zu 99% eigentlich richtig. Ganz selten kommt vor, dass mir da jemand anderes was sagt, aber diese extrem krassen Schwankungen kommen, wenn man sehr, sehr viel Kohlenhydrate isst und sehr viel Insulin spritzt. Somit auch dieses Insulin halt zum Beispiel, wenn man eine Pizza isst, einmalig gar nicht reicht, man dann irgendwann korrigieren muss, dann fällt aber der Blutzucker wieder schnell ab, dann haut man sich wieder irgendwelche Kohlenhydrate rein, damit der Blutzucker nach oben geht, dann schwankt er wieder schnell nach oben und dieses ewige Hin und Her und ich sag's jetzt auch ganz offen und ehrlich, oft mit einer schlechten Ernährung zusammenhängt, weil man einfach zu krass viele Kohlenhydrate isst. Ich zum Beispiel versuche immer so 6 bis 8 BE an Kohlenhydraten zu essen pro Mahlzeit. Nachmittags, abends versuche ich das Ganze sogar auf ein Minimum zu reduzieren und esse teilweise komplett Low Carb, ohne irgendwelche Kohlenhydrate. Und da läuft es auch relativ gut. Ich merke, wenn ich dann zum Beispiel, nehmen wir mal einfach ein Beispiel, ich habe einen Katertag. An Katertagen bin ich sehr disziplinlos, bin faul, träge und bestelle mir dann mittags auch mal eine Pizza und vielleicht sogar noch Nudeln dazu und hau mir das dann irgendwie verteilt über den Tag rein. Spritzt natürlich immer wieder, aber mein Körper, der fängt da an natürlich auch zu arbeiten. Das Insulin, das haut es mich wieder runter, mit den Kohlenhydraten haut es mich wieder hoch. Dann bin ich irgendwann mal bei 300, muss wieder Korrektur spritzen, gehe wieder komplett nach unten. Und das sind auch die Momente, wo ich dann die Signalverluste bekomme und auch diese extrem krassen Blutzuckerschwankungen. Heißt, wenn ich mich beim Thema Ernährung einfach komplett schlecht ernähre, dann habe ich dann ein Riesenproblem, das merke ich an mir selber. Wenn ich aber gut mich ernähre, auf Low Carb achte, darauf achte, dass ich nicht zu viel Kohlenhydrate zu mir nehme, dann läuft das Ganze eigentlich wie geschmiert.
Ich hoffe, ich konnte da vielleicht so eine kleine Anregung geben. Auch das würde ich gerne mal in ein extra Video packen, was relativ gut zu einem Tipps für Freestyle Libre 3 Video passen würde. So, jetzt habe ich dieses eine Video mal durchgearbeitet und jetzt kommen sehr viele einzelne Kommentare zu verschiedenen Videos. Deswegen gehe ich das jetzt auch relativ chaotisch durch. Zum Beispiel morgens oder abends vor dem Schlafen Sensor wechseln. Was ist besser? Ganz ehrlich. Scheißegal. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie von euch irgendjemand einen Special-Tipp hat, von dem ich noch nie irgendwie was gehört habe. Aber ich denke, da geht es eben eher um dein eigenes Ding. Also ich persönlich muss sagen, morgens, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Arbeit bin oder da gehe ich auch oft dann ins Fitnessstudio oder also morgens bin ich eigentlich relativ produktiv. Deswegen hoffe ich immer, dass ich eher so abends meinen Freestyle Libre wechseln kann oder beziehungsweise meinen CGM-Sensor. Allerdings auch nicht zu spät, weil wenn ich merke, dann um 22 Uhr und ich muss noch eine Stunde wach bleiben, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wobei ich auf der anderen Seite wiederum sagen muss, ich habe ja meine persönliche Erfahrung damit gemacht, dass ich den Sensor eh 24 Stunden vorher setze. Das geht natürlich beim Dexcom nicht, beim Freestyle Libre 3 funktioniert es. Der Dexcom startet sofort mit der Aufwärmphase, sobald man ihn setzt. Das heißt, ob du ihn jetzt morgens oder abends setzt, musst du für dich selbst herausfinden. Und wenn du eben, wie ich jetzt zum Beispiel, den 24 Stunden vorher setzt, weil du einen Freestyle Libre 3 hast, dann kannst du es dir ja aussuchen, ob du es zum Beispiel nach der Arbeit irgendwann mal machst oder ich weiß nicht wann. Dann ein Kommentar zu meiner Depressionsphase gerade. Hey Tobi, Kopf hoch, kämpf dich durch, dein Content fehlt deinen Fans. Ich habe den damals gelesen, der ist jetzt 7 Tage alt für mich heute. Da ist mir schon ein bisschen warm ums Herz geworden. Das sind natürlich extrem coole Kommentare und dass mein Content dann euch auch fehlt, das zeigt mir dann wieder, ich sollte weitermachen und es macht einfach Spaß und ihr seid einfach so cool. Super, ihr merkt schon, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Richtig, richtig cooler Kommentar und über sowas freue ich mich natürlich immer. Allgemein möchte ich mich ganz kurz mal bei euch bedanken für die ganzen lieben Kommentare, auch zu meinem letzten Vlog, wo ich eben gesagt habe, dass es mir immer noch nicht ganz so gut geht. Es ist echt herzerwärmend, das hat mir auch echt viel geholfen, hat mich richtig glücklich gemacht und auch mir gezeigt, wow, geil, ich habe auch wirklich Interesse daran, gerade auch mehr Content wieder zu machen. Also ich habe heute Morgen auch schon wieder ganz viel auf Insta gepostet und auf TikTok. Ich habe da richtig, richtig Lust drauf, aber wie gesagt, es ging halt jetzt irgendwie in letzter Zeit nicht. Da ging auch ehrlich gesagt nicht mehr als einfach nur auf der Couch liegen und dumm am Handy hängen oder vielleicht sogar schlafen oder sonstiges. Aber ich bin gerade auf einem guten Weg und es wird bald wieder mehr Content kommen. Dann habe ich noch einen Kommentar bekommen zu meinem schon etwas älteren Video, mein Test zum Freestyle Libre 3 nach 2 Wochen. Die Software und der Support ist eine Frechheit. Ich finde das immer relativ schwierig zu beantworten. Also ich gehe jetzt erstmal auf die Software. Ich frage mich selbst immer, was ihr da so anderes noch treibt mit der Software als ich. Also was macht ihr da? Ich mache meine App auf, ich prüfe meine Zahlen, ich kann beim Diabetologen das eingeben und der liest dann sofort meine letzten 90 Tage aus oder mehr oder weniger. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig. Bei mir funktioniert da alles. Also das Einzige, was halt ich ein bisschen schade finde an der App, und das ist ja jetzt auch kein großer Hehl, dass halt eben nur ein Alarm einstellbar ist. Da wäre wünschenswert, dass ich mehrere machen könnte. Aber also ich verstehe da nicht, was da gemacht wird, weil ich habe seit jetzt 2 Jahren fast im Freestyle Libre 3. Ich wüsste jetzt nicht, worüber ich bei der Software so krass nörgeln könnte. Genau das gleiche Thema habe ich ehrlich auch beim Support. Also ich, wenn da anrufe, ich habe nur nette Leute am Telefon. Ich habe auch immer schon gesagt, ja, zeichnet das auf, ist mir egal, zeichnet doch das Gespräch auf. Und die sind so nett, dass ich auch nach dem Gespräch noch dranbleibe und die dann beurteile für, keine Ahnung, es dauert vielleicht 4, 5 Minuten und dann ist das Ding durch. Aber ich hatte noch nie, ja, wobei, jetzt habe ich gerade ganz kurz noch nie gesagt, ich hatte noch nie beim Support selber hatte ich irgendwie ein Problem. Ich hatte einmal, hatte ich vielleicht eine nicht ganz so nette Dame dran, da hatte ich gefragt, ob sie mir das Lesegerät schicken kann. Und da wurde ich dann weitergeleitet zu einer Dame. Und die war dann relativ so,
Ja, ich habe halt dann die ganze Zeit gefragt, ja, ich brauche es nicht direkt, ich bräuchte es jetzt auch nicht so direkt von der Krankenkasse, aber ich mache halt im Social-Media-Bereich ein bisschen was, was ich so gut wie nie erwähne. Nur in dem Moment habe ich es eben erwähnt, weil ich eben ihr erklären wollte, dass ich nur eigentlich so zu einem Test das Lesegerät gerne hätte. Ich schicke es auch zurück oder ich gebe es weiter, ist mir völlig egal, nur hätte ich das gerne. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das mit dem Social-Media-Bereich erwähnt habe, bin ich ein bisschen überheblich vielleicht drüber gekommen, wobei ich meiner Meinung nach das ganz normal gesagt habe, ohne irgendwie überheblich zu sein, weil ich bin bei so Support-Geschichten bin ich immer der netteste Mensch der Welt, weil ich finde, wenn man nett ist, dann kriegt man auch Nettigkeiten zurück. Wie sagt man, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch zurück. Und das war dann das einzige Mal, also ich glaube, ich habe deswegen wahrscheinlich so ein bisschen negativ auf sie gewirkt, aber ganz ehrlich, Ende gut, alles gut. Wir haben uns dann ganz normal, haben dann ganz normal, nicht vertragen, wir haben uns ja nicht gestritten, also, wir haben ganz normal weitergeredet. Ich habe das Lesegerät damals zu meinem Test bekommen, da hat echt alles gepasst. Also Leute, da war nichts Negatives bisher. Und der Support, klar, ich hänge auch mal 5, 6 Minuten erst in der Warteschleife, aber sobald es dann losgeht, habe ich nie ein Problem gehabt. Und ich kenne auch ganz viele, die genau das Gleiche sagen. Ich kenne allerdings auch ganz viele, die sagen, der Support ist eine Frechheit. Da muss ich aber jetzt noch eine Sache ganz kurz dazu sagen. Ich frage mich halt auch immer, was erwartet ihr vom Support? Also, ich weiß es nicht, wenn ihr jetzt irgendwelche Wunder erwartet oder irgendwelche Nettigkeiten, die sie euch halt einfach nicht geben können, dann müsst ihr da vielleicht auch mit leben. Vielleicht noch einen ganz lustigen Kommentar von der Franzi: Sprüche gegen Diabetiker. Sprüche, die sich ein Diabetiker anhören darf. Das war damals mein Video. Ich glaube, das ist schon voll alt. Das war, glaube ich, eins meiner ersten 2, 3 Jahre. Boah, ich will gar nicht wissen, was ich da getrieben habe. Ich glaube, wenn ich mir das jetzt anschaue, dann wäre es mir ziemlich peinlich. Aber ich will so ein Video mal wieder machen. Adi hat noch geschrieben, weitere dumme Sprüche, die ich schon gehört habe als Typ-1-Diabetikerin. Du hast wohl zu viel Süßes gegessen als Kind. Boah, das ist aber echt ein Klassiker. Das darfst du nicht mehr essen. Das ist auch ein ganz guter Klassiker. Da gibt es auch eine ganz nette Anekdote bei mir. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich die erzählen kann, ohne Ärger zu bekommen oder nicht. Alles, was dich wach hält, ist gut für dich. Das finde ich ein bisschen wild, den Satz, den verstehe ich auch nicht so ganz. Verzichten auf Süßes kann ich nicht. Ja, ich Gott sei Dank schon. Kommen wir mal ganz kurz zu dem Thema mit den Sprüchen. Ich screenshotte mir nebenbei mal ganz kurz diesen Kommentar. Ich finde, das mit den Sprüchen ist, ja, ich bin da ehrlich, also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu euch bin, etwas zwiegespalten. Es gibt halt Sprüche, die. Deswegen betreiben wir ja auch hier das Ganze, die so ein bisschen für Aufklärung sorgen sollen. Also wir brauchen unbedingt Aufklärung, damit die Leute besser wissen, was hat es eigentlich mit der Sache zu tun. Aber ich muss auch euch ganz ehrlich sagen, ich habe teilweise dann doch für solche Sprüche Verständnis, insofern es nicht irgendwelche so passiv-aggressiven Sprüche sind. Wenn es jetzt irgendwie ein Spruch ist, wie er hat keine Ahnung, zum Beispiel mit, also wenn jetzt jemand sagt, boah, spritzen könnte ich mich gar nicht, dann ist es natürlich ein Spruch, wo ich mir denke, ach, du sauberner Depp. Wenn aber jetzt einer sagt, du, oder vielleicht ist sogar als Frage formuliert, du sag mal, wenn du im Unterzucker fährst, musst du dann Insulin spritzen. Weil er es halt einfach nicht weiß, dann kann ich ihm das ja auch ganz normal erklären. Das fasse ich dann auch jetzt nicht irgendwie als extrem negativ auf. Wie gesagt, es gibt natürlich Sprüche, wo es saudoof ist, aber es gibt auch Sprüche, ich finde, da sollten wir vielleicht auch als Diabetiker mal unser Empfinden so ein bisschen runterschalten. Ist aber meine eigene Meinung. So, ich habe hier noch einen Kommentar. Hallo Tobi, ich wollte nur mal fragen, was der Dexcom G7 kostet, wenn man ihn selbst kauft, also ohne Zuschuss der Krankenkasse. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es jetzt zufälligerweise auswendig, weil ich für mein Dexcom G7 versus Freestyle Libre 3 Video gerade recherchiert hatte. Also erstmal vorneweg, den Dexcom G7 gibt es in Deutschland noch nicht privat zu kaufen. Den bekommst du nur über ein Rezept, also über eine Jahresversorgung eben. Der Freestyle Libre 3 wurde von 60 auf 65 € jetzt erst vor irgendwann mal, keine Ahnung wie lange, vor ein paar Wochen, Monaten erhöht. Ich habe das dann auch nur mal nebenbei bekommen. Ich habe mir allerdings angeschaut, was der Dexcom G7 in Vereinigten Königreich, also bei den Briten kostet. Und in England kannst du den dann theoretisch kaufen, umgerechnet auch für 60 €. Allerdings muss man hier ganz klar meiner Meinung nach unterscheiden, der Freestyle Libre 3 hält halt 14 Tage und der Dexcom G7 hält halt nur
10 Tage. Heißt, wenn wir das jetzt auf ein ganzes Monat mal so circa hochrechnen, dann brauchst du halt 2 Freestyle Libre 3. Das kostet dich also 120 Euro. Auf der anderen Seite brauchst du aber 3 Dexcom G7, wo du halt einfach 180 Euro bist. Sprich, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, dann ist halt der Dexcom G7 schon krass viel teurer, muss ich auch ganz offen und ehrlich so sagen. Was allerdings der Dexcom G7 mal kostet, wenn er bei uns hier eingeführt wird und man ihn auch als Privatperson sich zulegen kann bzw. kaufen kann, das weiß ich eben nicht. Deswegen ist das alles eine relativ schwere Aussage. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz ein paar TikToks an. Ich zeige euch mal das folgende TikTok, was mir da passiert ist. Vielleicht interessiert es euch ja. Hey Leute, heute ist mir was richtig Verplantes passiert und ich check's auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Ihr wisst ja, dass ich zurzeit relativ depressiv bin und viel rumhänge und sehr träge bin und halt nichts auf die Reihe bekomme. Und ich habe halt versucht, heute spazieren zu gehen. Deswegen habe ich mir heute Mittag Reis gemacht. Da war dann auch so ein Thai Curry, habe ich versucht zu machen. Ich hatte nicht mehr so viel Gemüse da, weil ich es auch nicht schaffe, einkaufen zu gehen. Und es ist nur so dunkel geworden, weil ich das Hähnchenbrustfilet so lange angebraten habe. Na, jedenfalls habe ich ganz normal 15 Minuten vorher gespritzt, aber halt nur so 60%. Also ich glaube, es waren insgesamt 90 Gramm Kohlenhydrate und ich habe 5 Einheiten gespritzt. Und mein Langzeitinsulin ist jetzt auch nicht allzu hoch, weil ich 1-2 Stunden später spazieren gehen wollte. Jedenfalls habe ich das mit dem Spazierengehen irgendwie verplant und dann war ich zu träge und ich will jetzt nicht weiter drüber reden und bin dann hochgegangen. Und jetzt das Erstaunliche. Bin auch wieder runtergegangen, obwohl ich nichts gemacht habe, außer auf der Couch gesessen. Keine Korrektur gespritzt, keine Aktivität, nichts. Checkt ihr das? Ich versuche es euch nochmal ganz kurz einen Ticken besser zu erklären. Und zwar war das so, dass ich Reis mir eben gemacht hatte. Ich habe dann extra weniger gespritzt, als ich... Ich weiß es jetzt nicht, ich glaube es waren 50% ungefähr. Ich hatte auch am Morgen schon ein bisschen weniger Langzeitinsulin gespritzt, wollte nämlich spazieren gehen. 2 Stunden später war ich aber durch meine Depression so träge, dass ich auf der Couch gelegen bin und nicht hochgekommen bin. Irgendwann schaue ich auf meine Blutzuckerwerte und sie sind einfach nicht da gewesen, wo sie hätten sein sollen, weil ich war nämlich auch so träge, dass ich wusste, okay, ich muss wahrscheinlich nachspritzen. Hab dann irgendwie erst viel später geschaut und dann sehe ich, dass meine Werte eigentlich okay sind und war völlig überrascht darüber und dachte mir so, wieso? Woran könnte es gelegen haben? Woran hattet ihr Lesion? Woran hattet ihr Lesion? Jedenfalls, ich bin auch den ganzen Tag nicht mehr spazieren gegangen und meine Werte sind auch den ganzen Tag nicht hochgegangen. Es kamen dann auch ein paar Kommentare, ja, das kommt dann erst viel später, weil der Reis verzögert wirkt und etc. Ist nicht mehr passiert. Da gab es dann die Kommentare, ich bin auch so oft verwirrt von den Werten, aber ich bin auch erst ein Jahr dabei und lerne noch. Dann eben, wie eben schon gesagt, Reis kommt verzögert, der steigt wie Nudeln nach 3 Stunden wieder an, deshalb lieber verzögert. Ist nicht vorgekommen, deswegen ist es auch immer noch ein bisschen strange. Die Lara schreibt, mich zerfrisst der Neid auf deine Werte. Dazu ganz kurz, ich habe jetzt auch in letzter Zeit, vor allem als ich meine depressive Phase hatte, ganz, ganz schlechte Werte gehabt. Da habe ich auch ab und zu mal was gepostet. Es ist ein Up and Down. Manchmal habe ich geile Werte und manchmal habe ich Werte. Vielleicht hat das Insulin erst verzögert gewirkt, hat auch jemand geschrieben. Glaub ich auch nicht. Und hier habe ich auch noch ganz kurz einen Kommentar. Und zwar habe ich das Video nämlich auch auf meinem YouTube-Kanal gepostet gehabt. Und da gab es einen ganz interessanten Kommentar. Und zwar, Cortisol hemmt die Insulinwirkung. Regel, die ich mir sehr gut merken kann. Sowohl positiver als auch negativer Stress. Also gehe ich bei dir davon aus, dass durch die Depression die körperliche Aktivität eher dazu geführt hat, dass deine Laune in den Keller ging und du keinen Bock drauf hattest. Cortisol steigt, Insulin wirkt schlechter. Ich versuche es gerade zu verstehen, aber hätte das Insulin dann nicht theoretisch besser wirken müssen? Weil ansonsten, also wenn das Insulin ja schlechter wirkt, dann wären ja meine Werte eher nach oben gegangen, oder? Also das ist auf jeden Fall ein Thema, da habe ich auch nicht so eindeutig was dazu bekommen. Das klingt jetzt insgesamt erstmal eigentlich am besten, aber das Endergebnis davon gefällt mir nicht ganz so gut. Deswegen, ich weiß bis heute nicht, woran es gelegen hat, ehrlich gesagt. Also relativ schwer. Ja Leute, das war das erste Video, wo ich mal auf eure Kommentare eingegangen bin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde es vielleicht nochmal nächsten Monat machen, bevor ich dann eure Kritik dazu mir anhöre. Ich würde es dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt auch das Video dann schneide und sehe, wie es so läuft und wie es aussieht, eventuell nochmal anpassen und dann gegebenenfalls auch die nächsten Tage und Wochen anders gestalten. Aber ihr könnt mir gerne mal sagen, wie euch dieses neue Format gefallen hat. Ist vielleicht ein Ticken geiler, als wenn ich jedes Mal so einfach nur auf eure Kommentare
beantworte, was eher selten vorkommt. Deswegen schreibt mir das ganz gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und vor allem abonniert mich, damit ihr nie wieder ein Video von mir verpasst. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video und bis dahin. Tschüss!